Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit einer Marke vom Markenfriedhof. Und da ihr alle technikaffin seid, werdet ihr euch noch an diese Marke erinnern. Und zwar ist das die CeBIT. Die CeBIT war eine Messe, die eben in Hannover, auf dem Messegelände Hannover, stattgefunden hat. Veranstaltet wurde von der Deutschen Messe AG und in den Jahren 1986 bis 2018 stattfand. CeBIT setzt sich zusammen als Zentrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation. Die CeBIT, eine super Messe, ich war selber auch ein paar Mal dort. Und ja, die öffnete die Toren am 12. März 1986 auf dem Messegelände, und relativ schnell wurde die Messe sehr, sehr bekannt und expandierte auch in anderen Ländern. Das heißt, es gab dann in den 90er Jahren eine CeBIT Asia in Shanghai in China. Es gab eine CeBIT Australia in Sydney, Australien. Es gab die CeBIT Eurasia in Istanbul, der Türkei, und eine CeBIT Amerika in New York City. Ableger gab es noch in Indien, die CeBIT India und in Mexiko. Wie gesagt, 90er Jahren, sehr, sehr bekannte Messe, Aussteller aus ganzer Welt, Besucherströme aus der ganzen Welt kamen nach Hannover. Und ich sage euch mal zwei, drei Highlights. Abgesehen davon, dass auf der CeBIT immer die neuesten Handys und die neuesten Computer vorgestellt wurden. 1995 hat Bill Gates persönlich Windows 95 vorgestellt auf der CeBIT in Hannover. 1999 hat Intel dort seinen Prozessor Pentium 3 vorgestellt und es wurde der erste MP3-Player vorgestellt. Im Jahre 2000 hat Windows dann nochmal Windows 2000 vorgestellt. Viele andere Highlights wurden auch auf der Hannover Messe präsentiert und vorgestellt. Die Hannover Messe war quasi so die weltgrößte Messe für Computertechnologie und Telekommunikation. Ab dem Jahr, im Jahr 2001, um dann mal eine Zahl zu nennen, kamen die meisten Besucher bis dorthin. Wir haben gerade gehört, 1986 ging es los. 2001 gab es den Besucherrekord mit 830.000 Besuchern. Eine Wahnsinnszahl. Und bereits zwei Jahre später, 2003, kamen nur noch 560.000 Besucher. Der Besucherrückgang setzte sich fort, obwohl auf der Messe ständig Neuheiten, Weltneuheiten präsentiert wurden. Und so kam im Jahr 2009, also 8 Jahre nach dem Besucherrekord von 830.000, nur noch 400.000 Besucher. Weitere 5 Jahre später, 2014, nur noch 200.000. Und im Jahr 2018 nur noch 120.000 Besucher. Das heißt, trotz der neuesten Technik und der Präsentation von weltweit führenden Unternehmen ging die Besucherzahl zurück. Warum? Lässt sich immer trefflich drüber streiten. Vielleicht haben die Leute gesagt, schaue ich mir doch im Internet an, schaue ich mir bei den Firmen direkt an, wie auch immer. Darum geht es auch heute gar nicht, denn einfach ist hier festzuhalten, nach 2001 und über 830.000 Besuchern kamen 2018 nur noch 120.000 Besucher. Und da so eine Messe natürlich auch betriebswirtschaftlich betrachtet werden muss, hat dann die Deutsche Börse, die Deutsche Messe als Veranstalter entschieden, die Messe wird eingestellt. Und so landete quasi die CeBIT 2018 auf dem Markenfriedhof. Messe eingestellt, Messe vorbei, Messe zu Ende.
Und uns interessiert ja auch immer der markenrechtliche Teil. Was ist denn mit der Marke Cebit passiert? Also, es ist tatsächlich so, Stand heute, und da habe ich mal das Markenregister bemüht, das Wort Cebit oder Cebit als Wortbildmarke ist tatsächlich noch neunmal eingetragen. Markeninhaber ist nach wie vor die Deutsche Messe AG, macht ja Sinn, ja. Und wir haben bei den neuen Marken nicht nur Wortmarken und Wortbildmarken, sondern interessant sind die Länder immer noch. Wir haben natürlich Deutschland, wir haben natürlich die Marke auch für Europa. Dann in den USA haben wir vorhin gehört und Türkei war die Messe ja auch mal. Also haben wir auch Markenschutz in USA, Türkei. Wir haben Markenschutz in China, Russland und in Singapur, Mexiko. Das heißt, alle die Länder, in denen die Cebit mal stattgefunden hat, sind tatsächlich, sorry, markenrechtlich noch geschützt. Und ja, möglicherweise kann die Deutsche Messe die Cebit reaktivieren, wenn sie denn wollten. Aber die Messe, wie gesagt, 2018 eingestellt. Jetzt haben wir 2024. 6 Jahre später ist die Messe immer noch tot. Und das ist dann einfach mal so. Und ja, das war wieder eine interessante Marke, denke ich, vom Markenfriedhof. Mir persönlich, wie gesagt, bekannt. Ich war auf der Hannover Messe, habe mir da die neuesten Handys seinerzeit angeschaut und was es sonst so Neues gab in der Unterhaltungselektronik, die dort auch vertreten war. In jedem Fall ein spannendes Teil. Und ja, ich persönlich finde es schade, aber ja, ist ja nur meine private Meinung. Das soll es für heute gewesen sein mit unserer neuesten Marke vom Markenfriedhof. Dann dürft ihr mir noch schnell einen Daumen hoch da lassen, unten meinen Kanal abonnieren, falls ihr nicht sowieso schon Abonnenten seid. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen anderen weiteren Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es regelmäßig, die gibt es täglich, denn über Marke gibt es immer was zu sagen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und sage einfach Servus.